Hi, ich bin's wieder, euer Alex und das ist... Hi, ich bin Jonas. Heute sind wir an der Schleuse Aibach, also das ist ein Ortsteil von Nürnberg. Und hier ist ein Kreuzotter-Schutzgebiet. Und heute laufen wir mal ein bisschen am Wasser entlang, vielleicht sehen wir ja eine Sonne. Aber die Kreuzotter, die steht unter Naturschutz, ist auf der roten Liste. Also die darf man nicht bedrängen oder sonst irgendwas. Die soll man alle schön in Ruhe lassen, ne? Oder eine Schlange. Ich hoffe, ihr haltet euch auch dran. Oder eine Kreuzotter. Die wollen einfach nur ihre Ruhe und wollen leben, so wie wir alle auch. Also, kommt mit, schaut zu. Schlingellatte. Und welche gibt's da? Also hier gibt es die Kreuzotter. Und Otter. Männchen und Weibchen. Und dann gibt es hier auch noch die Schlingnatter. Und diverse Eidechsenarten. Genau. Mittlerweile haben wir nicht nur drei Schlangenarten in Deutschland. Beziehungsweise hatten wir früher nur zwei, weil die Bündschleiche ist ja eigentlich eine Eidechsenart. Mittlerweile haben wir mehrere Schlangenarten schon in Deutschland, weil sich viele Schlangen auch gekreuzt haben. Und davon sind zwei schon Giftschlangen. Zum einen die Kreuzotter und die andere ist die Aspis vita. Vorne ist eine Entenfamilie. Und hier nach unten, wo natürlich ein bisschen so Steine sind, Gräser und so, da kommt die Kreuzotter natürlich auch mal gern runter, um ein bisschen Nahrung zu suchen oder um sich mal kurz abzukühlen. Begehrte Rückzugsmöglichkeiten sind natürlich hier solche Steinhaufen. Da fühlen sie sich ganz besonders wohl drinnen, haben einen ganz besonderen Schutz. Auch in solchen Wurzelhaufen oder Geästhaufen haben sie einen schönen Schutz. Ende August, Anfang September bekommen die Kreuzottern ihre Babys. Dann im Oktober, wenn die Temperaturen 15 Grad und niedriger werden, verkriegen sie sich langsam ins Erdreich, um Winterschlaf zu halten. Deswegen müssen sie jetzt noch mal richtig Nahrung zu sich nehmen, damit sie den Winter gut überstehen. Juni möchte schnell das Schiff anschauen, was in der Schleuse gerade rauskommt. Schlange. Nix Schlange. Oh. Kapitän. Im Übrigen ist das hier der Rhein-Main-Donau-Kanal. Und war cool? Da kommt keins mehr. So, wie gesagt, wenn man durch den Wald streift,
sollte man schon achten, wo man hinsteigt, um nicht auf sie zu treten. Der Biss ist für den Menschen, wie gesagt, schmerzhaft, aber nicht tödlich. Aber Kinder in seiner Größe ist es dann vielleicht schon lebensbedrohlich. So, ich hoffe, das Video war für euch sehr lehrreich und hilfreich. Daraufhin sage ich nur noch, alles Informative über die Kreuzotter ist noch hier unten in der Infobox. Und ciao, macht's gut! Wird das Wasser gerade reingepumpt und fährt das Schiff hinein und dann geht es hier oben bzw. abgepumpt, eingepumpt und dann geht es hier oben weiter.